hier ist Python. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit den Online-Battles und heute bin ich nicht alleine dabei, sondern ich habe noch jemanden mitgebracht. Hallo, hier ist NWE Corona. Ihr habt bestimmt schon von mir ein paar Kämpfe gesehen und heute bin ich halt hier dabei, mal um von uns allen mitzukommentieren. Ja, und damit das Ganze auch passt, haben wir einen Kampf ausgewählt, wo wir eben gegeneinander kämpfen. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass wir davor schon mal einen Kampf gemacht haben. Und da haben wir jetzt eben unsere Leads umgestellt und ich habe da ein bisschen glücklicher zugegriffen. Ja, es war schon ein bisschen schlecht, die Lead von mir mit der Feenschwächen auf beiden Seiten und da jeder von denen Feen attacken kann. Ja, ich hatte halt vorher einfach Azumarill neben Hutsasser geleadet und dann eben mit Wutpulver und Bauchtrommel da ordentlich den Boost durchgebracht und habe mir dann gedacht, dass er jetzt da sowas leadet. Jedenfalls schütze ich hier Azumarill, um eben den Verhöhner da, also der Verhöhner wurde dadurch abgeblockt. Ich habe meinen Azumarill auf jeden Fall geschützt, damit es nicht irgendwie verkrüppelt wird und bringe hier erstmal den Zauberschein. Der wird etwas abgeschwächt von der Hibisbeere auf Irokex. Aber erstmal stand ich nicht so schlecht da, würde ich mal sagen. Ja, meine Runde hat im ja noch nichts gebracht. Ich musste jetzt Azumarill quasi austauschen, weil es sonst verkrüppelt gewesen wäre. Mit dem Verhöhner, der geht jetzt auf Mamute. Das bringt natürlich nicht ganz so viel, außer dass es sich nicht mehr schützen kann. Gengar kann jetzt hier den zweiten Zauberschein durchbringen und der hat natürlich erstmal ordentlich reingehauen. Ja, man muss halt leider sagen, dass ich mit dem Start schon ziemlich schlechte Karten gezogen habe. Da konnte ich jetzt so nicht viel machen. Und lieber jetzt Irokex opfern, als falsch einzuwechseln und direkt einen zu opfern. Und so kriege ich jetzt wenigstens noch mit dem Bedroher Mamutel ein bisschen geschwächt. Ja, das hat mich auch ziemlich gestört da an der Stelle. Ich dachte mir ja, mit Erdbeben habe ich natürlich was gegen Flunkiefer, aber da es immer mit Bedroher vorher ankommt, ist es ziemlich nervig und der Bedroher wird nicht die einzige Abschwächung bleiben. Jetzt kommt da auch noch, ja, erst kommt hier der Schutzschild noch auf Flunkiefer, war natürlich dann doppelt dreist von dir, dann konnte ich eben jetzt in der ersten Runde, wo ich gleich Erdbeben mache, sowieso keinen Schaden machen und hier eben Irrlicht schwächt mich physisch nochmal ordentlich ab. Ja, das war halt so gedacht, Flunkiefer war klar, dass er erstmal jetzt Erdbeben abkriegen würde. So schütze ich den und mit Irrlicht nochmal den Schaden dann verringern für die nächste Runde. Und jetzt, da auch dann der kommende Steinhagel schon abgeschwächt ist stark, konnte ich auch sicher Fiaro reinbringen, ohne dass er direkt One-Hit ist von einem Steinhagel. Ja, das war auch ziemlich ärgerlich für mich. Ich dachte, ja, ich habe extra den Move für Fiaro auf Mamute und dann ist mein Angriff aber an der Stelle so abgeschwächt gewesen, dass er gar nicht mehr so viel gebracht hat. Ja, kriegst hier ein bisschen Schaden von dem Sturzflug und mein Zapdos, ja, ein Viertel hat es schon abbekommen, aber gleich wird das auch schon wieder anders aussehen. Ja, hier kommt der Steinhagel und ihr seht selber, so viel Schaden macht das gar nicht mehr. Und ich habe ein bisschen gelackt, Flunkiefer ist da direkt mal zurückgeschreckt. Ja, das war natürlich in der Runde bisschen schlecht gemacht. Der eigentlich hätte jetzt Mamutle schon tot sein sollen. Das deswegen der Sturzflug auch eigentlich auf Gengar gedacht. Ging jetzt nicht gut. Jetzt der Tiefschlag, der wegen Rohart nicht trifft, was mich auch leicht geärgert hat. Ja, da habe ich zum Glück dran gedacht, dass da jetzt so ein Tiefschlag kommen könnte und habe extra dann keinen Angriffsmove da eben ausgewählt und mich erstmal dreist mit Rohart wieder geheilt. Ja, und mit dem Steinhagel da weiter angegriffen, aber Sophie hat das dann auch nicht mehr gemacht und jetzt ist Mamute dann auch schon weg. Ja, und der zweite Tiefschlag ging jetzt dann auch direkt daneben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt direkt noch eine Donnerwelle hinterherkommt. Ja, und ich hatte halt einfach keine Lust, diesen Tiefschlag auf Zapdos zu kassieren, das deswegen. War gut für dich, schlecht für mich. Habe ich einfach nicht mit gerechnet und ja, das hat jetzt einfach schon Flunkiefer verkrüppelt, bevor er irgendwas machen konnte. Ja, und jetzt sehen wir erstmal Gengar wieder und Gengar hatte so eine Scheißposition da, das war der Wahnsinn. Deswegen habe ich es erst einfach nur geschützt. Wegen Tiefschlag und Sturzflug, davor muss es halt vor beiden Angst haben. Und ja, er hatte einfach eine Scheißposition da und du machst auch noch richtig dreist mit beiden Schutzschild. Ja. Wahrscheinlich wusstest du an der Stelle, dass ich meinen Gengar erstmal ja, schütze. Das
Also ich wollte jetzt nicht unnötig einen schon opfern und es war klar, dass jetzt erstmal der Schutzschild kommt. So konnte ich jetzt erstmal halt schützen, um dann in der nächsten Runde angreifen zu können, ohne dass du im Endeffekt was gegen machen konntest. Weil sicher da rein wechseln wäre auch nicht gegangen, weil Sturzflug in jedem Fall extrem viel Schaden gemacht hätte. Ja, und da habe ich jetzt halt dann nur noch eine Chance drin gesehen, wieder Schutzschild zu machen, hat dann nicht geklappt. Damit musste sich Gengar verabschieden. Fiaro hat sich aber auch selber mittlerweile vom Feld geräumt und ich kriege hier einen Volltreffer mit dem Donnerblitz. Und ja, jetzt sehen beide schon ziemlich rot aus, dass da der Knuddler kein One-Hit war, war ziemlich entscheidend, glaube ich. Ja, das hätte, wenn es kein Crit gewesen wäre und nicht dass er überlebt hätte, vielleicht nur anders ausgegangen, aber kann man nichts ändern und an dem Fall habe ich halt einfach den Kürzeren gezogen. Ja, aber danach haben wir auch noch einen Kampf gemacht, den hat Corona dann richtig ordentlich gewonnen, da hat er mich einfach komplett ausgespielt, kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Corona als Gast, ja, er fängt jetzt auch an mit dem Kommentieren, so wie es aussieht. Er hat auch vor, sich das Capture Board zu holen. Ich habe seinen Kanal auch schon mal in die Videobeschreibung gepackt. Und da könnt ihr dann ruhig mal vorbeischauen. Er wird das bestimmt im ähnlichen Stil machen wie ich. Also wird es euch sicher auch gefallen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und überlasse ganz frech Corona das letzte Wort. Okay, ja, ich sag schon mal danke für eure Beiträge zu meinem Kanal. Hoffe, dass ihr auch bei mir viel gucken werdet und sag dann hiermit Tschüss und bis zum nächsten Mal.